Das Braten könnt ihr hier das nächste Achtelfinale verfolgen. Wir suchen den Gegner für den VfB Stuttgart. Und den ermitteln wir aus den Mannschaften aus Frankfurt und Hamburg. Thomas Peters pfeift diese Partie. Schiedsrichter von Tura Esbekamp, auf geht's. Die Frankfurter in Schwarz gekleidet von links nach rechts. Man sieht das in der Halle, ist immer ganz interessant, nach den Mühlis, immer traditionell, nach dem Achtelfinalspiel, ist erstmal Mittagspause. Da macht der Fröbeck Cup Hallenbesucher Mittag. Jetzt ist so nochmal so ein Stimmungshöhepunkt, dann geht es erstmal essen und dann sind wir so zum Ende der Achtelfinalspiele wieder in der Halle präsent. So meistens der Ablauf, deswegen die etwas gelichteten Tribünen gerade. Erstmal ein bisschen durchpusten und sich natürlich austauschen über die, wie ich finde, richtig, richtig gute Leistung eben im Spiel gegen Hertha BSC Berlin. Es beginnt jetzt so der Moment, wo die Favoritenlage gar nicht mehr so klar verteilt ist. Also hier spielt jetzt, wenn wir uns mal die große Tabelle vorstellen, der 8. gegen den 9. Also beide haben eine sehr ähnliche Vorrunde gespielt, sodass wir uns ja gar nicht trauen, den richtigen Favoriten auszumachen. Damer mit der Nummer 18 hier groß im Bild, Elijah Kran. Das ist der Nationalspieler des HSV. Bei dem lohnt es sich auf jeden Fall, auf ihn zu achten. Ja, was haben beide Mannschaften für eine Vorrunde gespielt? Frankfurt war gestern Spektakel. 4-3 gegen Bielefeld gewonnen, 4-3 gegen Dortmund verloren. Und dann gegen Leipzig nochmal 2-3 verloren. Dafür setzte es dann heute Morgen ein 13-0-Erfolg, einen verdienten 13-0-Erfolg gegen die Mühlenkreisauswahl. Die Hamburger gewannen ihr erstes Spiel mit 2-1 gegen Bayern München. Unterlagen dann Leipzig mit 5-4. Und nein, nicht im Neunmeterschießen. Dann verloren sie gegen, Entschuldigung, sie gewannen gegen Leipzig 5-4. So müssen wir sagen, hatten sie mit 6 Punkte. Dann setzt es allerdings 2 Niederlagen gegen Mannschaften aus dem Ruhrgebiet. Dann verloren sie nämlich gegen Schalke 1-2. Und heute Morgen haben sie den Miracle Morning wohl nicht so richtig durchgeführt, denn sie verloren mit 0-5 gegen Borussia Dortmund. Man könnte jetzt böse sein und sagen, die Hamburger dürften ausgeruht in dieses Achtelfinale gehen gegen Eintracht Frankfurt. Wobei die Frankfurter jetzt mit der ersten Möglichkeit dabei sind und im Nachgang treffen. Massiel Amaine ist der Top-Torjäger der Frankfurter. 6 Saisontore gemacht in der Hessenliga. Da haben wir ihn nochmal. Also 1-0 für die Hessen. Die bei 9 Teilnahmen, die Frankfurter, jetzt die 9. noch nicht ins Endspiel eingezogen sind. Frankfurter übrigens auch letzte Woche beim Norit Cup in Dettelbach mitgespielt und sind da ins Halbfinale eingezogen. Also auch da schon eine richtig gute Performance, eine richtig gute Leistung geboten. Wie gesagt, der Gewinner dieses Spiels trifft auf die starken Stuttgarter. Aber ab jetzt gibt es eh keine einfachen Spiele mehr. Damit wir das Phrasenschwein hier auch mal ein bisschen gefüllt bekommen. Oh, da wollte Dimitri Mohr abschließen, haut da aber über den Ball. Ist der Ballgewinn für die Hamburger
Und es geht wieder nach vorne mit Ben Andresen, der gestern recht auffällig war. Andresen hier mit der 15 im Bild. Der lange Torwart Yannick Horz bei den Hessen. So, artistisch geklärt, hier wieder Horz am Ball. Für Eintracht Frankfurt. So, klasse tiefer Ball. Wenn er jetzt über die Bande, hätte er den fast in die Mitte spielen können. Jan Schröder. Schröder bleibt da am Ball, aber jetzt. Hat Luca Vogtmann den Ball hier gesichert. Nächster Schussversuch, HSV. Ah, schade. Ah, gute Möglichkeit da zum Ballgewinn für die Hamburger. Hamburger ja mit einem. Erstmal mit dem Ausgleich. Nehmen wir den doch erst mit. Und das war der eben angesprochene. Bent Andresen. Hier sehen wir es nochmal. Alle Ausgleich für die Hamburger. Ich wollte sagen, Hamburg mit einem der prominentesten Spieler hier beim Friedrich Cup in der jüngsten Vergangenheit. Und zwar 2016, also vor 3 Jahren, bei Jan Vieter Arp hier in Lübbecke. Große Möglichkeit jetzt. Und der Treffer, direkt im Gegenzug, Mika Durczok. Hier sehen wir es nochmal, wunderbar, genau in die Ecke vollendet. Ball sprang sofort wieder raus. Also ganz, ganz schnelle Antwort auf den Ausgleich der Frankfurter. Hamburg will jetzt nachlegen. Schafft das noch nicht direkt. Ja, der Ball war eigentlich im Aus, aber geht auch so weiter. War schwer zu sehen da hinten für Thomas Peters. Ja, Jan Vieter Abf, Hamburg hier aktiv, habe ich gesagt. Alex Meyer war hier. Skodran Mustafi war hier 2008. Levin Öztunali 2011. Jonathan Tah ein Jahr später. 2012, der Innenverteidiger von Bayern 04 Leverkusen. Also die Hamburger hier schon mit richtig Freeback Cup Tradition. Bei 17 Teilnahmen, 3 Endspieleinzügen und 2-mal der Cup-Gewinn. Das ist ja der Lieblingsverein von Turniergründer Heinz-Dieter Holsing, der auch heute wieder in der Halle ist. Der ja die
Zügel hier mittlerweile abgegeben hat an Christian Spönemann als Turnierleiter und seinen Sohn Finn. Finn Holsing, der sportliche Leiter des Turniers hier, leitet ja das Nachwuchsleistungszentrum bei Arminia Bielefeld. Fünf Minuten noch auf der Uhr. Zwei Drittel der Spielzeit sind rum und jetzt die große Möglichkeit für die Hessen. Jawohl, und der Ball ist drin. Marcel Amaine mit seinem zweiten Tor in diesem Spiel. Wunderbar vorgelegt von Sebastian Niklas Wöhr. 3-1. Also 3-1 für die Hessen, die ich gerade fast ins Frankenland habe abgeschoben. Geografisch nicht so der Knaller. So, nächster Angriff. Riesenmöglichkeit. Harpet, Gotra. Fast der erfolgreiche Kopfballversuch. Foulspiel. Freistoß für den HSV. Abschluss und der Anschlusstreffer durch Dimitri Mohr. Give me more. Hier für die Hamburger. Zurück im Spiel. Bleibt spannend hier, die Partie. Aus der Drehung. Drei Minuten noch. Langer Ball. Hessen ja Tabellenachter der Hessenliga. 15 Spiele, 19 Punkte geholt. Also ausbaufähige Saison. Tabellenführer Darmstadt, allerdings mit der U17. Hier die Wiederholung nochmal von diesem satten Distanzschuss. Aber kein Problem für Tevin Freudenberg im Tor der Hamburger. Und jetzt der Ausgleich durch Bent Andresen. Sich einfach mein Herz gefasst und das Ding in die Maschen geknallt. Kaum Reaktionszeit für Yannick Hortz. Da haben wir Andresen, 3-3. Und da ist wieder Andresen, jetzt mit der Möglichkeit. In der Überzahl. Kriegt den Ball nicht rüber, Andresen macht selber Tor für den HSV. Spiel gedreht. Und da zieht seinem Kollegen die Schuhe aus. Wahnsinn. Also das wäre doch was hier. So, und jetzt ist nochmal richtig Musik, richtig Tempo drin. Wir gehen in die letzte Spielminute. Rux, ganz wichtiger. Da kommen die Frankfurter an Überzahl. Klasse gespielt, Ball mitgenommen. Wichtig, ja, der Zweikampf. Ganz wichtig. Andresen wieder am Ball. Der nicht Andresen, nicht Andreasen, sondern Andresen heißt. Um mal bei Rolf Töpperwien zu bleiben. Und dem berüchtigten Andresen-Gate.
Also, die Eintracht wieder am Angriff. Klasse gespielt. Sie spielen Fußball. Freudenberg hat den Ball. Boah. Fast Herzinfarktgefahr. Jetzt die Möglichkeit zum 4:4. Nachschussmöglichkeit wieder nicht. Frankfurt fehlt das Zielwasser. Bleiben aber am Ball. Klasse wieder vereitelt das Ganze. Wir sind bei einer Sekunde. Das war's. Der Hamburger Sportverein gewinnt in einem dramatischen Spiel mit 4:3 gegen Frankfurt. Was für eine Aufholjagd. Das ist Free Break Cup. Und man sieht es den Jungs hier an. Das setzt Kräfte frei. Toller Auftritt. Glückwunsch an Hamburg. Schade Frankfurt. Bis nächstes Jahr.